Der Fall Maddie McCann ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der größte Entführungsfall der Welt. Ein Mensch verschwindet von einer zur anderen Sekunde und es gibt überhaupt keine Spur. In recent criminal history, there is no mystery more heartbreaking or baffling than what happened to Madeleine McCann. Maddie, was ist mit dir passiert? Geht davon aus, dass das Mädchen tot ist? Dieses Medieninteresse, dieses weltweite Beobachten dieses Falls, das ist ungewöhnlich. Da ist ein Ärztepaar mit einem bildhübschen Kind, das in diesem sicheren Raum Urlaub spurlos verschwindet. Please, please do not hurt her. Please don't scare her. Das Ausmaß dieses Verbrechens ist so groß, dass es uns 14 Jahre danach im Grunde noch rund um die Uhr beschäftigt. Vor genau einem Jahr der Paukenschlag. Man nahm ihn hier fest. Kennen Sie diesen Mann? Sim. Christian Brückner. Mein Name ist Kai Feldhaus. Ich bin Reporter von Bild in Berlin. Ich grüße Sie. Ich weiß, was ich damals gehört habe und gesehen habe von Brückner. Wahnvorstellung. Oh, wo sind das für mich, was der da hat? Er ist für mich schon immer krank gewesen. Es gibt jetzt ganz plötzlich einen deutschen Verdächtigen. Und damit war total klar, okay, die nächsten Tage wird es nicht so viele freie Minuten geben. Ich war damals Korrespondent für Bild in London und habe dort im Büro über britische Nachrichtenkanäle erfahren, dass da was passiert ist. Und das hat dann in den nächsten Tag und auch in den Tagen darauf die Nachrichten in England komplett dominiert. Dann ist auch hier langsam durchgesickert, dass das ein Verbrechen von ungewöhnlichem Ausmaß ist. Ich kann schwerlich überreißen, wie viele Artikel ich zum Fall Maddie schon geschrieben habe. Dutzende. Wenn ich ins Archiv schaue und mal meinen Namen eingebe und dann fassen wir da rein, was im Bild erschienen ist, im Bild am Sonntag und auch Bild online, dann kommen wir wahrscheinlich auf 100 Artikel. Wahrscheinlich mehr. Die große Frage, die im Raum steht, ist er der Mann, der dieses Verbrechen begangen hat? Das ist das, was alle wissen wollen, was die Staatsanwaltschaft wissen will, was die Verteidigung wissen will, was im Grunde auch die ganze Öffentlichkeit wissen will. Was ich wissen möchte, wer ist Christian Brückner? Wer ist dieser Mann? Könnte er die Tat begangen haben? Was treibt ihn? Und um den Fall überhaupt zu verstehen und auch die Anfänge des Falles, muss man nach Portugal fahren, dorthin, wo alles begonnen hat. Kaum jemand kennt den Fall von Anfang an so gut wie Gonçalo Amaral. Gonçalo Amaral hat die Ermittlungen im Fall Maddie McCann von Anfang an geführt. Er war damals Kriminalkommissar und nachdem er aus dem Polizeidienst entfernt wurde, nachdem er von dem Fall abgezogen wurde und in den vorzeitigen Ruhestand geschickt wurde, in den Großraum Lissabon zurückgezogen, lebt jetzt hier in der Nähe und hat von sich aus vorgeschlagen, dass wir uns hier irgendwo treffen. Nachdem er von seinen Aufgaben entbunden wurde und ein Buch veröffentlicht hat, das für sehr viel Unruhe gesorgt hat, mit den Medien gebrochen. Also er hat sich überall falsch dargestellt gefühlt. Das heißt, eigentlich redet er nicht mehr. Und ja. Deswegen bin ich jetzt sehr dankbar, dass er bei uns noch mal eine Ausnahme macht. Ich
wüsste gerne von ihm, was er von dieser Theorie hält, dass Christian B. der Täter ist. Dass nach 14 Jahren plötzlich einer auftaucht, der es gewesen sein soll. Ich wüsste gerne, ob er den auf dem Radar hatte und was er jetzt dazu sagt. Senor Amaral, wenn wir jetzt zurückdenken an den Abend des 3. Mai 2007, können Sie sich noch erinnern, wo Sie waren, als der Anruf kam, dass Madeleine McCann verschwunden ist? Bom, é normal que dirigente, diretor de departamento, cada vez que acontece Als Kripo-Chef ging ich nicht gleich zum Tatort. Das macht immer ein Kollege. Wir gingen an diesen Fall genauso heran wie an einen Diebstahl, als wäre etwas gestohlen worden. Wie sind die Täter an den Tatort gelangt? Wie sind sie wieder weg? Gibt es Einbruchsspuren oder Fingerabdrücke? Das war im Nachhinein ein Fehler. Wann genau ist Ihnen bewusst geworden, dass das kein normaler Fall ist? Als ich zum ersten Mal an dem Apartment in Praia da Luz vorgefahren bin, saß dort nur ein Journalist mit einem Laptop im Auto. Kurz danach war niemand mehr da. Und nur Stunden später war es, als ginge die Welt unter. Ein unglaublicher Zirkus wurde aufgefahren. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeiten mehr, ungestört und sorgfältig zu arbeiten. Warum all das? Es gibt mehrere Faktoren, aber der wichtigste ist sicher der Wunsch der Eltern, alles zu tun, um ihr Image sauber zu halten. Ist Ihnen im Zuge der Ermittlungen 2007 auch der Name Christian B. begegnet? Der Name Christian B. war auf meiner Liste von Menschen, die ein gewisses pädophiles Profil aufweisen. An der gesamten Algarve wurden Teams gebildet. Man hat an seine Tür geklopft, aber er war nicht zu Hause. Jetzt kommt aber plötzlich Deutschland ins Spiel. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig sagt, es gebe materielle Beweise dafür, dass Christian B. Madeleine McCann entführt und ermordet hat. Der deutsche Staatsanwalt sollte nicht ständig behaupten, dass er etwas gegen Christian B. in der Hand hat. Dann klag ihn an, bring ihn vor Gericht. Und dann erklär mir, wie jemand in das Apartment eingebrochen ist, ohne Fingerabdrücke oder Spuren von Handschuhen zu hinterlassen. Erkläre mir, warum gab es keine Einbruchsspuren? Warum war das Fenster geöffnet? Warum waren dort nur die Fingerabdrücke der Mutter zu finden? Das Gespräch mit Gonzalo Amaral war sinnvoll und wichtig, dass es auch nochmal die andere Seite dieses Falles beleuchtet. Und dass Gonzalo Amaral jetzt ganz klar sagt, dieser Mann, das ist nur ein Sündenbock. Das ist der ideale Verdächtige, den Sie immer gesucht haben und der erfüllt jetzt nur diese Rolle. Das erweitert zumindest den Blickwinkel auf den Fall, dass man nicht vergessen sollte, Christian B. ist verdächtig, aber noch längst nicht angeklagt. Ich bin immer wieder selbst stecke ich dann in diesem Zwiespalt zu sehen, wie paradiesisch schön Praia da Luz ist und zu verstehen, dass dieser Ort jetzt stellvertretend steht für eines der größten Verbrechen der Kriminalgeschichte, das fällt mir immer wieder schwer, aber es ist auch ebenso wichtig, dann immer mal hier zu sein. Ich war 2017 das vorletzte Mal hier und zwar zum 10. Jahrestag des Verschwindens von Madeleine McCann. Und wir haben damals versucht, noch mal zu rekonstruieren, wie dieser Abend abgelaufen ist, nach Schilderung der Eltern. Am Abend des 3. Mai 2007 sitzen Madeleines Eltern hier in dieser Tapas-Bar auf der anderen Seite des Pools beim Abendessen. Das Apartment war von der Tapas-Bar aus zu sehen. Man konnte die Terrasse sehen, den Eingang. Es ist der vorletzte Abend ihres Urlaubs hier in Praia da Luz in Portugal. Die McCanns sitzen zusammen mit drei befreundeten Familien. Die Erwachsenen wechseln sich alle halbe Stunde ab, um nach den schlafenden Kindern zu sehen. Gegen 22 Uhr ist Madeleines Mutter Kate an der Reihe. Sie verlässt also die Tapas-Bar, läuft am Pool entlang, um zu Apartment 5A des Ocean Club zu gelangen, das hier im Erdgeschoss dieses Gebäudes liegt. Um zu ihrem Apartment zu kommen, muss Kate McCann durch die Rezeption und über diese kleine Straße laufen. Als Kate McCann um 22 Uhr das Zimmer ihrer Tochter betritt, stellt sie zunächst fest, dass sie einen Windzug entgegenhaucht
und bemerkt dann, dass Madeline nicht mehr in ihrem Bett liegt. Dieses Fenster, das jetzt 10 Jahre später vergittert ist, steht weit offen. Kurz darauf ist sie schreiend wieder rausgelaufen und hat gerufen, they have taken her, they have taken her. Madeline ist weg, sie ist verschwunden, jemand hat sie mitgenommen. Bis heute fehlt von Madeline McCann jede Spur. Wie können Eltern ihr kleines Kind im Apartment schlafen lassen, während sie essen gehen? Ich glaube, wenn man sich das vor Ort anschaut und das vor Ort erläutert, dann versteht man, dass das gar nicht so abwegig ist. Diese Tapas-Bar liegt auf dem Gelände des Ocean Club. Sie ist Teil der Anlage. Von der Tapas-Bar aus, das kann man in dem Video ja erkennen, können Sie auf die Terrasse Ihres Apartments schauen. Jetzt, 10, 15 Jahre später, nachdem so etwas passiert ist, kann man sagen, wie kann man denn und die Kinder da schlafen lassen und alleine und so. Ich halte das gar nicht für so wahnsinnig abwegig. Die Eltern waren keine 50 Meter Luftlinie entfernt. Sie haben regelmäßig nachgeschaut. Jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass sowas hier passieren kann, dann ist es einfach, ihnen da Vorwürfe zu machen. Was man hier für einen wundervollen Urlaub verbringen kann, wie sorglos auch die Menschen hier sind, das übereinzubringen mit dem, was hier passiert ist. Dann bleibt am Ende immer eine große Frage zurück. Wer ist so wahnsinnig, während der Urlaubszeit, abends um 22 Uhr oder 21.30 Uhr, durch ein Erdgeschossfenster in ein bewohntes Apartment einzusteigen, um dort ein Kind zu entführen? Diese Frage, die muss ich mal einem Experten stellen.